Ein neuer Band der Serie Neudorf wurde im Migazi-Haus präsentiert. Vor 17 Jahren startete dieser erfolgreiche Zyklus, der besonders die Erinnerungskultur der Wiener Neudorfer stärken soll. Die Buchreihe Unser Neudorf, die einen Einblick über die Geschichte von Wiener Neudorf geben soll, ist vor 17 Jahren von Altarchivar Dr. Kurt Janitschek ins Leben gerufen worden und ist seither eine Erfolgsgeschichte. Man wartet schon quasi drauf, dass der nächste Band entsteht. Und ja, und ich finde, dass es Dr. Chendes toll übernommen hat, der auch die jüngste Gegenwart in die Geschichte mit einbezieht, die jüngste Vergangenheit in die Gegenwart mit einbezieht und man sich selber darin auch wiederfindet. Im Mittelalter kämen alle miteinander nicht viel mitreden, aber was vor 10, 15, 20 Jahren gewesen ist, da finden wir uns auch schon in dieser Geschichte wieder. Es ist sozusagen gedacht als eine heimatkundliche Zeitschrift, in der eben die Ortsbewohner auf Ereignisse, Geschehnisse aufmerksam gemacht werden sollen, auf das Entstehen des Ortes. Und man muss vor allem bedenken, Wiener Neudorf ist eine Gemeinde, die, weiß ich nicht genau, aber so sicher 80% aus Zuwanderern besteht, die natürlich vorher mit Wiener Neudorf überhaupt nichts auf dem Hut hatten, die also hier in eine Gegend kommen, die ihnen völlig unbekannt war, die auch weitgehend Wiener Neudorf nur als Schlafstadt benutzen. Und da ist es, glaube ich, ein Mittel, eine Möglichkeit zumindest, hier ein bisschen Informationen zu bieten und auch einen Bezug zum Ort und zu seiner Geschichte herzustellen. Und schmücken Sie auch gerne in diesen Heftchen? Natürlich. Kurt Janitschek hat ja mit dieser Sache begonnen und hat ja auch oft so Kuriosa hineingebracht. Und man kommt dann auf Sachen drauf, wo man sagt, ah, das war alles in Wiener Neudorf. Und wenn man denkt, wie wir voriges Jahr den Georgsumzug gemacht haben, haben wir also eine sehr interessante Route gemacht, eben von der alten Schlossmühle bis rüber zum neuen Anninger Park. Da sieht man eben, dass der Kardinal Migazi bei uns war, das alte Kloster. Also wir haben schon eine Historie auch in unserer Gemeinde.